Hallo ihr Lieben, Juhu, vom Guru, von Chris, ist auch da und wir testen heute Eistee und es ist das erste Video seit langem, das ihr von uns seht, aber wir haben noch ein bisschen was in Vorbereitung, vielleicht guckt ihr nächste Woche Sonntag auf Fernsehen, 20.15 Uhr auf Box, vielleicht guckt ihr noch ein bisschen Fernsehen auf den Sonntag, was für ein, genau, eventuell und genau, danach bin ich jetzt in meinem Urlaub, ich weiß nicht warum, aber jetzt gibt's erstmal hier, ich bin auch away. Ja, ich also, auch, danach sind wir verschwunden, ja, weg, top. Einfach weg. Der grüne Pfanner Eistee-Sirup habe ich beim Einkaufen entdeckt und Pfirsich. Und Pfirsich. Das sind doch die Klassiker von Pfanner, oder? Man muss ja sagen, von Eistee Pfirsich habe ich mich, bevor ich den Soda-Stream hatte, hauptsächlich ernährt. Technisch. Das finde ich ja spannend. Bist du echt der Eistee-Pfirsich. Weil ich bei Galileo Pfanner gesehen hatte, dass die am wenigsten Zuckerintus haben, sondern auch die gesündesten Eistees sind. Krass, und gilt das auch für die Sirups, wie viel Zucker ist denn hier drin? 6,6 Gramm auf 100 Milliliter. Das ist gar nicht mal so wenig, ist gar nicht mal so viel. Das ist echt ganz krass. So, man braucht mindestens 14 Gramm Sirup, Mischverhältnis 1:10. Das heißt, wenn ich ein Glas habe mit 0,5... Wie so ein Barkeeper. Schütteln soll man natürlich auch vorher. Und man kann die tatsächlich auch ohne Soda-Stream machen. Weil Eistee ist ja auch normalerweise nicht mit Kohlensäure, hast du mir gesagt. Deswegen machen wir den ultimativen Geschmackstest, weil ich habe festgestellt, dass wenn man den Lipton-Eistee-Stream, Soda-Stream-Sirup-Zeugs sprudelt, schmeckt das irgendwie nicht. Und deswegen müssen wir jetzt mal probieren, ob das still auch schmeckt. Richtig. Aber wir testen es auch einmal gesprudelt. Ja, ursprünglicher Eistee ist ja eigentlich still. Deswegen wird jetzt mal ungesprudelt getestet. Und wir überlegen uns mal, wie wir das jetzt abmessen. Und seht ihr uns gleich. Wir spritzen einfach rein. Wie wir diesen Eistee abmischen werden. Gespritzt, ungespritzt, man weiß es nicht. Wir haben jetzt so ein bisschen mitgedacht. Ich habe hier ein Glas mit 0,3. Könnt ihr hier sehen, das ist ein Glas mit 0,3, habe ich auf 0 geeicht. So, soll ich mal ins Glas spritzen? Ja, spritz mal ins Glas und bitte so, dass wir bei, ich kann sogar noch die Einheit auf Milliliter umstellen, dass wir auf 0,3, 30 Milliliter müssten es doch sein, ne? Ja. Eins, spritz, ja, das ist noch ein bisschen mehr. Ja. Noch? Stopp! Und noch ein kleines Spritzchen, stopp! Okay, das soll erstmal reichen. Jetzt machen wir Wasser rein. Dann haben wir das andere Glas noch voll, mit dem Grün. Mit dem Grün. Das machen wir gleich auch. Aber damit ihr es schon mal seht, so bereiten wir uns hier vor. Auf. Hier wird noch geschnüffelt. Oh, das riecht wie Kleber. Oh, wie lecker. Dann mal. Oh, ab. Nein, das riecht sehr lecker. Aber kann man das nicht so trinken auch? Ja, ich glaube nicht. Mal probieren. Machen wir mal rein. Wie viel? Auch wieder 28. Also ich, ich habe ja noch auf Gramm. Nochmal auf Milliliter. 25. Ein bisschen mehr, okay, das geht. Jetzt gibt mal ein bisschen mehr Wasser rein, ja. Wir haben uns hier den Eistee abgefüllt. Ich dachte mir zum Umrühren noch ein paar Stäbchen habe ich organisiert. Ist ja häufiger mal dabei, die Stäbchen, wenn man Essen bestellt. Und ich bin halt zu doof, die zu benutzen, deswegen. Geschüttelt, nicht gerührt. Geschüttelt, nicht gerührt, wie beim neuen James Bond. Und es riecht echt ganz lecker. Du hast den grün, oder was? Ich hätte aber eher gedacht, dass man das eigentlich in so eine Ampulle schüttelt und dann einmal durchschüttelt einmal ordentlich. Das stimmt. So. Also der Sirup hat schon mal geil gerochen. Mal gucken, wie es jetzt auch schmeckt. Zum Wohl. Hab dich lieb. Hätte noch ein bisschen mehr Sirup bei mir drin sein können. Bei mir auch nur ein bisschen lasch. Ein bisschen lasch. Aber wer es weniger süß mag, kann damit ja perfekt dosieren, sage ich mal. Ne? Und vor allem gibt es ein bisschen mehr von dem Sirup. Ne? Kann man aber auch so trinken, ne? Finde ich auch. Eistee, weniger süß. Ist da auch so ein Zuckeraustauschstoff drin eigentlich? Wo hast denn du getrunken? Achso, ich habe von dir getrunken. Mach eine Prüfung, wo hast du getrunken? Mach das nicht nach zu Hause. Da habe ich getrunken. Alles klar, perfekt. Alles. Hat jemand. Das ist kein Herpes, ne? Ich habe kein Herpes. Sehr gut, ich auch nicht. So. Ich habe Syphilis. Das brauche ich nicht, das reicht schon. Also, Der Grüne ist geil. Das ist Pfirsich, du. Was? Das ist doch Pfirsich. Echt? Klar, das ist doch der Grüne hier. Ja. Das ist die ganze Zeit. Das ist doch nicht der. Das ist doch Pfirsich. Das schmeckt ja wohl nach Pfirsich. Das ist doch der Grüne. Ich trinke so selten Eistee. Und es. Ich muss gleich nochmal was von dem. Ich dachte, ich hätte den Pfirsich erwischt. Weil der Geschmack ist ja wirklich nicht so durchdringend dann, oder? Nee, das schmeckst du aber schon. Ja. Was steckt denn hinter dem Grün eigentlich? Weiß ich nicht, grüner Tee. Ist doch auch irgendwas.
herzlich willkommen im Sirup-Zauberland, wo alles schmecken kann, wie es will und wie es darf. Zitrone-Kaktusfeige. Zitrone-Kaktusfeige, sagen wir mal ganz. Zitronensaft, sogar 2,7% Zitronensaft drin. Säure, Bildung, Aroma. Was ich mich frage, sind die eigentlich, das finde ich ganz cool, die ist nicht mal, weißt du, was geil ist? Ja. Halt mal kurz. Hier sind keine Süßungsmittel drin. Kann das das merkst sein? Du. Und ich habe dann immer so einen ekelhaften Nachgeschmack, aber das ist wirklich sensationell. Sorry for my, aber... Ich finde den richtig lecker. Der ist super geworden, scheiße. Sorry für unser Video, Chaos Deluxe. Aber das ist mega lecker, aber das Zeug. Aber es ist ein super Sirup in allen Variationen. Trinkt den grünen als Pfirsich, Pfirsich als grüner etc. Es ist wirklich ein super Sirup. Ich muss mit den kaufen gehen. Ja, bekommt von mir tatsächlich komm, 10 Punkte. Beste Sirup, genau, den ich hier hatte. Genau, bestes Sirup bisher auch. Also wirklich top. Wollen wir noch mit Kohlensäure probieren? Ja, komm, wir machen noch mal. Kohlensäure. Bleibt dran, wir machen es mit Kohlensäure. Ja. In die Flasche passen 615 Milliliter. Also haben wir uns gedacht, wir füllen mal kurz den Sirup hier ab. 65 Milliliter zum einen. Und zum anderen haben wir hier ein bisschen mehr, 68 Milliliter. Großzügig und jetzt gibt es das Ganze gleich aus dem Soda-Stream. Aber wir müssen noch ein bisschen weniger Wasser reinmachen, glaube ich. Genau bis zur Strichkante, glaube ich. Ja. Wird das gleich mal aufgesprudelt so, und frisch genau gemischt. Weiter geht's. Du hast gesprudelt. Das ist ein Experiment, Herr der Hölle. Ja. Heute mit Kohlensäure. Und welche Sorte haben wir hier? Pfirsich. Das ist wirklich jetzt Pfirsich. Okay. Wow, das schäumt aber. Ich würde nochmal das Experiment sehen, wie das in eine normale Wasserflasche, die schon gesprudelt ist, gibt's. Das finde ich auch schön finden. Okay. Pfirsich Sprudel, auch nicht schlecht. Pfirsich Sprudel. Sehr viel schon. Sieht aus wie ein Bier. Sieht echt aus wie ein Bier. Wahnsinn. Kannst du. Oh. Könnt ihr eure Eltern pranken? Stimmt. Kohlensäure. Interessant. Quark. Was für eine Erfindung. Das sprudelt jetzt tot hier. Probieren wir mal, wa? Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Auf dich. Auf die. Nee. Eistee isn't meant to be with Kohlensäure. Bah, pfui. Brauchen wir bei anderen gar nicht probieren, oder? Nee. Also ich finde, das ist nicht schön. Es ist irgendwie so komisch. Ich finde, Eistee entfaltet den Geschmack viel besser. Mit der Kohlensäure denkst du, es soll so eine Limo sein. Wahrscheinlich ist man auch selbst von der Kohlensäure so ein bisschen, das ist überschalles Bier, was schon gegoren ist und wieder frisch ist. Möchte ich nicht haben. Passt. Nee, muss nicht sein. Das muss still sein. Das muss wirklich, das geht gar nicht. Pfui. Aber es gibt ja auch Eistees mittlerweile, die gesprudelt sind, ja. als Dosengetränk. Stimmt, ist die Shireen ist auch gesprudelt, oder? Es gibt aber es gibt so Sparkling-Eistees von Lipton, glaube ich. Ja. Von daher, es gibt anscheinend Leute, die mögen das. Und ja. Deswegen ist auch euer gutes Recht, aber ich bin da raus. Nee, sind wir auch. Also von daher, gönnt euch ohne Sprudel, kann man also noch einfacher zubereiten. Cooler Sirup. 10 Punkte gab es auch schon oben drauf. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und sich so hinterkippen, aber nehmen wir so bah! Nee, also man hat es jetzt auch zubereitet und wird es auch getrunken. Ja, richtig. Ganz was beim Guru auf den Tisch kommt, wird aufgegessen. Ja, Pfanne-Eistee-Sirup. So, und jetzt guckt mal hinten drauf. Test Nummer 3, ich hau mir das Zeug so rein in die Schnauze. Das ist wirklich ohne Süßungsmittel. Genial. I love it. Super. Machst das wirklich, ne? Das ist aber irre. Das ist zu dolle. Okay, alles klar. Jetzt gibt es einen. Oh, und es ist sogar noch vegan. Ist auch ganz gut. Obwohl, so schlecht ist es nicht. So ein Schock okay. Vielleicht. Crazy. Wenn man hart drauf ist, dann huiuiui. Eistee-Cocktail. Long Island Eistee hier. Jetzt mal richtig. Nee. Tschüss, cool. Bis morgen. Bis dann. Tschüss.